169 Holzkisten haben? Nee. Könnte ich gerade bauen. So, ich mach den mal weg. Ein zu hoch platziert. Da steht die Kiste weg, okay. Ja. Geht auch nicht. Mach ich das so. Eigentlich kann ich den auch wegmachen dann, weil dann läuft der Strom durch. Ups. Wir haben ein klein bisschen zu viel Stromverbrauch. Kein Problem. Ein kleines bisschen ist das. Wir haben nämlich unten jetzt drei Öfen stehen. Automatisierte Beförderer hingestellt. Sollte wieder reichen. Und die Greifarme hingestellt. Sollte reichen. Ja? Ich habe jetzt einfach den Radar erstmal abgebaut. Dann haben wir 300.000 wieder mehr. Achso. Also 3 kW. Das reicht. Mhm. Weil ich jetzt nämlich gerade auch noch 6 Greifarme automatisiert hier hingestellt habe, damit wir mehr Eisenplatten kriegen. Bei uns. Ja, und wir kriegen jetzt ein bisschen mehr Kupfer. Bisschen. Bisschen mehr. Drei Öfen. Schon mal ganz gut. Dann können wir damit arbeiten. Arbeiten, bearbeiten. Weil, dann brauchen die Greifarme da unten nämlich auch keine Kohle. Ne, ist auch besser so. Nur halt, das Problem sind halt die Öfen wegen Kohle. Na gut. Stellst halt eine Kiste hin. Dann halt das links und rechts oder so macht. Hm. Da unten ist ja keine Kohle, ne? Nee. Funktioniert ja ganz schön. Achso, zu sehen, was noch fehlt. So. Leitung. Wenn wir das so. Eine Kackkiste brauche ich. Da zwei Kackkisten brauche ich eventuell. Ich habe jetzt hier Kisten gestellt, da ist Holz drin und einfach diese befeuerten Öfen. Beziehungsweise diese befeuerten Greifarme. Schmeiß. Habe ich auch immer so gemacht. Wenn ich irgendwas nicht brauche, mehr einfach deine Kiste rein. Okay. Macht ja auch dein Inventar einfach nur Müll. Müll. Moment.
Inventarmüll. Füll dir nur dein Inventar zu. So eine Musik fehlt bei. Bin ich dabei gerade. Hat was Entspanntes angemacht? Locker. Was hast du denn gedacht? Wir hatten irgendwie schon ein paar Monster. Oh, wir haben noch gleich eine, so eine Mini-Basis da aufgedeckt, ne? Müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Siehst du jetzt unten die Umweltverschmutzung? Einen Chunk noch mehr und die kommen immer näher. Wie gesagt, ich hatte es ausgemacht. Was ausgemacht? Verschmutzung, dass also. Es anzeigt. Ja gut. Ich zeig's ja immer gerne, dann weiß ich halt zumindest, dass wenn was kommt, dass es dann hier hinkommt. So, wo es herkommt. So. Passt das denn dann? Scheint so zu passen dann. Ja. Und wieder rüberlaufen. Walk, 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 walk. Wie schaut's bei dir da unten aus? Ich komme! Erstmal rauszoomen. Bei mir? Geht. Oh, lange Greifarme. Weil ich was machen wollte. Wegen der Kohle. Ach so. Ich glaube, wir haben Steine behandelt. Hier musst du diese Steine auch automatisieren. Da brauchst du nur Steine. Aber nach und nach kommt es jetzt. Zwei Öfen sind defekt. Ja. So. Machen wir es mal so. Bin hier immer noch so ein bisschen ruhiger. Ja gut, verstehe ich auch, weil du ja natürlich dich reinfuchsen musst, ne? Ja, aber dafür quatschst du ja auch. Ja, weil ich mich jetzt gerade da oben siehst du ja da oben, wo wir jetzt Kupfer, Eisen und Kohle haben. Setze ich mich mal so ein bisschen weiter ab. Dass halt da unten für dich halt so deinen Bereich jetzt, sag ich mal, hast. Ich kümmere mich mal jetzt hier unten um den Bereich und will jetzt schon automatisierte erste Tränke bauen. Ja, ich mache ja gerade Kupferbesorgung, ne? Halt, Kupferplatten. Ja, das macht nichts. Ich komme ja relativ eigentlich ganz gut damit.
So. Man sieht halt dann unterschiedlich dann, wie er sowas macht. Wie gesagt, für mich ist es halt Standardprozedere. Fängt erst an, wenn es ja richtig komplizierter und ich keinen Platz mehr habe. Weil du es halt schon kennst. Viele Stunden. Hm? So jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas anderes, weiß ich nicht. Es gibt bestimmt ein Spiel, wo ich sagen würde, ah, da weiß ich nichts von. Hätte ich keine Ahnung. Bin ich eigentlich doof im Kopf? Na klar, bin ich ja doof im Kopf. Warum fragst du denn, wenn du es selbst weißt? Ich mach das immer anders. Hier könnte jetzt nämlich noch ein. Komm mal hier auf. Okay, das war doch richtig. Nochmal doof im Kopf, super. So wie immer, ne? Immer öfters. Immer öfters serviert. Mal gucken, was am schlausten ist. Noch mehr. Was auch immer. Na, mehr Öfen, mehr Greifarme. Deswegen putze ich auf der einen Seite gerade der Platten, da wo ich noch diese Öfen extra hingestellt habe. Ja, ein bisschen Stein haben wir ja schon, ne? Ja. Na gut, brauchen wir halt für die Mauern, ne? Das herstellen. Stimmt. Ja, Mauer können wir noch gar nicht machen, kommt erst noch, ne? Mehr Forschung. Ja. Gut, aber wenn wir echt so weitermachen, sind wir demnächst da dran. Bei ja, denen. Ja gut, kostet ja noch. Ja klar. Umweltverschmutzung geht halt schon so. Ein Schrank noch und dann. Kommt einmal Alarm. Alarm. Ja. Oh, kombinierter Ertrag. 715 haben wir unten weiter, ne? Wo denn? Auf der Karte unten Richtung Süden. Achso, ja. Ja, gut, das kombinierte 705%. Da sind, je nachdem wie viele Felder sind, bestimmt 70% oder so. Pro Feld. Mhm. Das ist nicht viel. Felder nee, ich sag ja eben, nur, dass da unten Rohöl ist. Ja. Na gut, wir haben auch noch rechts Ural, was auch schon ganz nett ist. Mhm. So. Wie lange war das? Zwei. Das reicht. Ich glaube, sechs Öfen ist gar nicht mal schlecht. Dass das vielleicht nicht da sagt. Hallo, E-Beams. Umweltverschmutzung. Schnell passieren. Thank you.
Thank you.